zusammen. Heute zeige ich euch noch einmal den Supermarkt ein bisschen, SMA in Rheinfelden auf der deutschen Seite. Es geht nicht um einen Supermarkt im Allgemeinen, es geht darum, wir haben hier Corona-Krise. Wir, die in der Schweiz sind, können nicht ins deutsche Bienen einkaufen beim Giuseppe und Simona. Und darum, zum Glück haben wir das Film vorhin gemacht. Wir zeigen euch, dass sie alle Produkte, die sie frisch verkaufen an der Bar, dass alles frisch gemacht wird. Auch die Torten, alles wird von denen selber gemacht. Es wird nichts fertig eingekauft oder aus der Gefrierung geholt. Und da sieht man schon, dass sie das Ragu am Rühren waren. Für Arancino. Und hier der Massimo, das ist der Chefkoch da. Das ist der Chef für Küche. Und der macht eben Arancino, die Arancini. Und hier hat er das der Reis verteilt, damit es abkühlt. Er hat einen Tipp mir gegeben. Wenn ich Arancino von Hang machen will, soll ich die Hang ein bisschen in Öl eintauchen, weil dann geht das viel besser. Weil so macht er es auch. Und ich habe an diesem Tag viel von ihm gelernt, dass man eben die Arancini auch, oder Arancino, Arancina von Hang machen kann. Hier seht ihr ein bisschen, wie er es macht. Sehr interessant gewesen. Und die erste Füllung war gerade mit Spinat und mit Mozzarella. Hier sieht man, wie man es formt. Ich weiss nicht, wie viel ich das mache. Ich habe ein paar aufgezeigt. Ihr seht jetzt gerade ein paar, was für Typen Arancini sie haben. Ich weiss nicht, ob das alle sind, keine Ahnung. Aber dass ihr einfach eine Idee bekommt, dass man dort die auch essen kann. Also das hier ist mit Fleisch. Also mit dem Kacken drin. Und das ist mit Schinken drin. Das ist eben mit dem Spinat drin. Das ist mit dem Duja Calabrese, das ist eine scharfe Streichwurst aus Kalabrien. Das ist mit Cima di Rape und Salciccia, also wilde Brokkoli. Und das ist mit Auberginenfüllung. Und sie haben sicher vielleicht noch andere Sorten, ich weiß nicht alles. Aber es ist ein Teil davon, ein Grossteil. Und hier seht ihr, wie sie sich dort dünkeln. In die Flüssigkeit, die aus Mehl und aus Wasser oder so ist gemacht. Das macht jeder auch etwas anders. Und dann wird es paniert, weil die Arancino und Arancini, die werden ja frittiert. Jetzt sind sie aus, fertig, wie die gut aussehen. Und die kann man eben in ein paar bestellen, dann kann man aus der Hand essen mit der Serviette, sie sind sehr gut. Und jetzt macht er gut weiter, noch so eine Art kleine Pizza mit Füllung drin. Ihr seht so mit verschiedenen Füllungen. Mit Schinken, mit Würstchen. Er hat es auch mit Auberginenfüllung. Und die Auberginenfüllung ist mit salziger Ricotta und die nennen sie La Norma. Die kleine Pizza La Norma. Die ist auch sehr, sehr gut. Das ist eben gerade die da hier, ja. Mit Auberginen. Da mit Pilzli drauf, Champignon. Mozzarella drauf, dann kommt noch ein bisschen Soße drüber, auch bei den Würstchen, mit der Würstchenfüllung, die in Italienisch übrigens Würstel heissen. Lustig, he? So, bevor sie in den Ofen reinkommen, tut er sie noch ein bisschen bestreichen mit Eigelb. Dann geht es ab in den Ofen. Schaut, wie das aussieht. Das sieht so gut aus. Und ich liebe das Zeug so. Man läuft zum Wasser im Mund zusammen, ehrlich gesagt. Aber der Massimo macht noch mehr. Der macht ganze Torten. Aha. Auf italienische Art. Richtig so italienische, schöne Torten.
Tortenboden mit Füllung hat er vorher schon vorbereitet. Jetzt geht es nur noch darum, um die Torte noch zu verzieren und zu verschönern. Ist übrigens an diesem Tag für ein Mädchen und hat natürlich auch die Farbe Rosarot nicht dürfen fehlen. Aber die sieht es jetzt gerade, wie er es macht. Und eben, wie gesagt, alles frisch zubereitet. So, das war dort für die Elisea. Und hier seht ihr die anderen Torten, die er nachher noch machen musste, die aber schon vorbereitet waren. Und er auch alle Süßigkeiten, also die Cannoli, die ganzen Gebäck und das ganze Zeug, was ihr hier seht, ist alles frisch zubereitet, hier im Laden, hinter in der Küche, beim Giuseppe und beim Simona vom Massimo. Ich muss schon sagen, der Massimo, der kann schon etwas. He? Das sieht alles so gut aus. Oh mein Gott. Ich freue mich, wenn wir wieder kommen dürfen. Und hier, die Sfogliatelle, die lieben die Leute doch daran. Wie verrückt. Und das ist ein Krampf, die zu machen, das sage ich nicht. Das ist ein Krampf. Schaut, das ist auch schön gemacht, he? Mit den Früchten drauf. Und sonst, wenn man das Zeug alles nicht so gerne hat, also zumindest zu einem Kaffee, kann man immer dorthin gehen und ein Schwätzchen halten. Dann ist man einfach wieder heim, oder? Und das ist gemütlich. Und wir haben von allen Leuten, die derzeit gehockt, allen das Okay bekommen, dass wir filmen dürfen. Und jetzt hoffe ich, dass wir alle nachher in alter Frische wieder beim Giuseppe und bei der Simona kommen, gehen wir haben. Ein Kaffee haben oder etwas gegessen und dass wir alle gesund bleiben und aus dieser Krise rauskommen, ohne grosse Probleme. Das wünsche ich euch allen. Ich umarme euch alle und danke vielmals für alle, die dort arbeiten im Laden drinnen. Sie geben wirklich alles mit Herzblut. Tschüss zusammen, ciao, ciao, bacione!